Moin, hier ist Robert und heute wird es extrem spannend, denn heute werde ich dir verraten, warum die meisten LinkedIn-Werbung komplett falsch schalten. Ich werde dir zeigen, worauf es wirklich bei dem Thema LinkedIn-Werbung ankommt und vor allem zeige ich dir, wie du wirklich klein starten kannst und innerhalb von 30 Tagen die ersten messbaren Ergebnisse erzielen kannst. Wenn du also 2022 LinkedIn-Werbung auf deiner Agenda stehen hast, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende anschauen und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, würde ich mich extrem über dein Like freuen für den YouTube-Algorithmus. Kostet dich nichts, bringt mir aber extrem viel. Also einmal kurz auf Like klicken und dann würde ich sagen, können wir direkt mit der heutigen Folge starten. Dir wird es sicherlich nicht entgangen sein, dass ich in den letzten Wochen vermehrt über das Thema LinkedIn-Werbung gesprochen habe. Und das tue ich aus großer Überzeugung, dass ich einfach glaube, dass alle Unternehmen, die in 2022 wachsen wollen, im B2B-Umfeld sich unbedingt mit dem Thema beschäftigen sollten. Ich habe das Gefühl, dass LinkedIn-Werbung noch ganz am Anfang steht, dass es kaum Leute gibt, die wissen, wie man erfolgreich diese Werbung schaltet und dass für alle Leute, die jetzt wirklich sehr früh dabei sind, verdammt viel Spaß haben werden mit LinkedIn-Werbung. Vorausgesetzt, dass man weiß, wie man sie richtig schaltet. Und da kommen wir auch eigentlich schon zum größten Fehler und das ist, glaube ich, der Klassiker, der auch unabhängig von LinkedIn eigentlich passiert ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen glauben, wir setzen uns einfach ein monatliches Werbebudget, geben das aus und haben nicht mal so eine richtige Vorstellung, was da am Ende rauskommen soll. Und witzigerweise hatte ich letzte Woche den Termin mit unseren persönlichen Ansprechpartnerinnen von LinkedIn, die uns unterstützen bei unseren Kampagnen und auch unsere Kundinnen und Kunden unterstützen und halt mit reingucken, Tipps geben, neueste Erkenntnisse mitgeben und dadurch einfach wir extrem gute Ergebnisse dadurch erzielen. Auch die haben das bestätigt. Ich habe einfach mal so gefragt, hey, wie ist denn bei anderen Leuten, die LinkedIn-Werbung schalten, die ihr auch betreut? Und sie meinen, hey Robert, der größte Fehler ist wirklich bei allen monatliches Budget gesetzt, kein klares Ziel, was sie eigentlich erreichen wollen. Ist es Reichweite? Sind es Leads? Ist es Awareness? Und vor allem fast keine Firma, die sie betreut hat, irgendwie ein Konzept, wie sie am Ende die Leads konvertiert bekommen. Und wenn du nur diese eine Sache mitnimmst, dann ist es eigentlich, wenn du dich mit dem Thema LinkedIn Ads beschäftigst, dass du von Tag 1 eigentlich mit dem monatlichen Budget kannst du nicht viel falsch machen. Du brauchst auch keine gigantischen Summen am Anfang. Das bedeutet, du brauchst keine 3.000 oder 5.000 Euro pro Monat. Du kannst ohne Probleme mit 1.000, 1.500 Euro in einem Monat starten, um erstmal zu verstehen, was überhaupt mit diesem Instrument möglich ist. Darunter würde ich es nicht empfehlen, weil es einfach nicht genug Möglichkeit gibt zu testen. Und testen ist einfach bei dem Thema Werbeanzeigen unglaublich wichtig. Wenn du das sozusagen schon verstanden hast, dass du kein großes Budget brauchst, du brauchst aber ein klares Ziel, was sollen denn Leute machen, wenn sie die Werbeanzeigen von dir sehen, was soll dann passieren und du sollst bestenfalls ein Konzept haben, um die Leute zu konvertieren. Und dazu habe ich die Folge heute aufgenommen, um dir mal so einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan an die Hand zu geben, worauf es wirklich bei dem Thema Werbeanzeigen ankommt. Was wäre denn, wenn du kein großes Budget bräuchtest, um damit loszulegen und wirklich innerhalb von 7 oder 30 Tagen die ersten messbaren Ergebnisse hättest. Und ich glaube nämlich, dass dem einen oder anderen, und das ist auch etwas, was ich in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden einfach beobachte, wenn sie diesen ersten Beweis erlebt haben, krass, da tragen sich ja wirklich Leute für unsere Sachen ein, laden sich Sachen von mir runter, was ja so ein erstes Zeichen ist von Interesse, dann sind die meisten so, Robert, krass, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Jetzt sehe ich, dass es funktioniert. Wie können wir mehr machen? Ne? Und das möchte ich dir, diesen Ausblick möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge geben. Das bedeutet, welches klare Ziel brauchst du? Was brauchst du, um das Ganze umzusetzen? Wie viel Budget brauchst du? Und was ist der Fahrplan? Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in den Fahrplan rein. Die große Frage ist doch, wie kannst du mit dem Thema LinkedIn Ads klein starten und wirklich innerhalb von 30 oder sogar 7 Tagen erste messbare Ergebnisse erzielen? Und das werde ich dir jetzt verraten. Und zwar sind es 5 Schritte, die du sauber durchlaufen musst, damit das Ganze funktioniert, damit ich auch sicherstellen kann, dass du am Ende wirklich die Ergebnisse erzielst, die du dir gerne erhoffst. Und das ist tatsächlich alles so Phase 1, wo es wirklich darum geht, die ersten kalten Leads einzusammeln und sich ein Stück weit auch mit dem Thema LinkedIn-Werbung vertraut zu machen. Das Coole daran
ist aber, dass du sowohl kein gigantisches Budget dafür brauchst, als auch, dass du wirklich Ergebnisse bekommst in Form von, dass Leads sich für etwas von dir eintragen und wirklich diesen Effekt bekommst, krass, da tragen sich Leute ein, haben Interesse an dem, was ich tue, ja, und das völlig unabhängig von meiner Zeit. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, das öffnet wirklich so Horizonte, wie ich das schon beschrieben habe. Und ich würde sagen, dass wir genau in diesem Fahrplan jetzt einsteigen, was die 5 Schritte sind, die du umsetzen musst. Der erste Schritt ist wirklich, eine klare Vorstellung davon zu haben, wer deine Zielgruppe ist. Und das bedeutet, es reicht leider nicht, eine vage Vorstellung davon zu haben, dass es Geschäftsführer sind, sondern dort ist wirklich entscheidend, in welchen Branchen, in welchen Unternehmen, in welchen Unternehmensgrößen. Und das ist tatsächlich auch häufig etwas, was wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden schärfen als erstes. Das bedeutet, die meisten Kundinnen und Kunden haben nur eine grobe Vorstellung, wenn sie zu uns kommen. Und wir helfen ihnen dann am Ende dabei, wirklich zu schauen, auch bei LinkedIn, was können wir targetieren, wie können wir die Zielgruppe, die sie versuchen zu erreichen, wirklich ganz genau runterbrechen und erreichen. Und viele Firmen haben zum Beispiel auch verschiedene Zielgruppen. Das bedeutet, wenn du unterschiedliche Angebote hast, hast du unterschiedliche Zielgruppen. Auch da helfen wir dann am Ende wirklich zu schauen, was ist das erste Angebot, was wir wirklich über LinkedIn-Werbung vermarkten wollen. Ja, und wie sieht die Zielgruppe dafür aus? Also Schritt 1, ganz, ganz wichtig, eine klare Vorstellung der eigenen Zielgruppe zu haben. Der zweite Punkt ist, eine sogenannte attraktive Arbeitsprobe zu erstellen. Im Englischen ist, glaube ich, ein relativ ähnlicher Begriff dafür Lead Magnet. Also es kann sowas sein wie ein Report, wie eine Checkliste, wie eine Anleitung. Wir haben zum Beispiel unseren Social Selling Leitfaden oder hatten weitere Sachen, so Arbeitsproben wie zum Thema Headlines, zum Thema, wie man richtigen Content schreibt auf LinkedIn und haben da so, und deshalb finde ich dieses Wort attraktive Arbeitsprobe so charmant, weil es wirklich so eine erste Arbeitsprobe ist, wo die Leute so ein Gespür dafür bekommen, was du eigentlich in deinem Angebot tust und du das kostenfrei zur Verfügung stellst. Das ist wirklich Schritt Nummer 2, da etwas zu erstellen, wo du weißt, das würde deine Zielgruppe gerne haben wollen. Und das funktioniert in jeder Branche. Ja, wenn du, keine Ahnung, Geschäftsführern dabei hilfst, ihr Team irgendwie zu führen, dann würde irgendwie ein Leadership-Ratgeber, würden die sich wahrscheinlich nach Feierabend irgendwie runterladen. Ganz viele Leute lassen sich immer davon abhalten, ich würde sowas nicht runterladen, dann wird sich das eh keiner runterladen, aber das ist halt total der Trugschluss. Wirklich, ich kann dir nur sagen, zum Beispiel jede Woche melden sich über 400 Leute über LinkedIn Werbung für unseren Social Selling Workshop an und es funktioniert wunderbar. Nur weil ich mich zum Beispiel in den letzten Wochen nicht für irgendein Training angemeldet habe über LinkedIn, funktioniert es trotzdem. Sobald du diesen Report, Checkliste, Anleitung oder so in deiner Hand hast, diese attraktive Arbeitsprobe, kommt Schritt Nummer 3 und jetzt müssen wir die Werbeanzeigen entwickeln. Und das ist tatsächlich wirklich der Part, der am wichtigsten ist und auch am Ende in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden am meisten Gehirnschmalz eigentlich reinfließt, weil es darum geht, attraktive Marketingbotschaften zu entwickeln für diese Arbeitsprobe, dass die Leute Lust haben, das Ganze runterzuladen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, einfach plump eine Werbeanzeige zu gestalten und zu sagen, hier, kostenloser Ratgeber, runterladen. Bei Facebook hat es bei uns tatsächlich extrem gut funktioniert, relativ simple Werbeanzeigen zu machen, irgendwie Social Selling Leitfaden für LinkedIn kostenlos runterladen. Die Leute haben das runtergeladen, es hat super gut funktioniert. Die gleichen Werbeanzeigen habe ich genommen auf LinkedIn gemacht und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil es einfach nach plumper Werbung aussieht. Das bedeutet, bei LinkedIn Werbung geht es wirklich darum, sehr um Content. Also das bedeutet, auch da in den Werbeanzeigen muss man in Form von Mehrwert geben, ja, dass es wirklich so aussieht wie ein ganz normaler Post auf LinkedIn. Und dann packt man eigentlich am Ende nur rein, dass die Leute sich etwas runterladen können. Das bedeutet, diese Gestaltung der Werbeanzeigen, und da machen wir dann häufig wirklich am Anfang 5 bis 10 bis 15 unterschiedliche Werbeanzeigen, die wir gemeinsam entwickeln, sodass wir wirklich sicherstellen können, dass wir eine Werbeanzeige am Ende finden, die wirklich funktioniert. Der größte Fehler, den auch die Firmen dann häufig machen, witzigerweise war das in dem Gespräch auch ein Thema, häufig ein Bild, ein Text, eine Zielgruppe und ein kleines Budget und das dann irgendwie 3 Tage laufen lassen ist, nichts passiert und dann entsteht ganz schnell dieser Glaubenssatz, ja, LinkedIn-Werbung funktioniert nicht. Aber um das einmal grundlegend verstanden zu haben, LinkedIn-Werbung oder allgemein eigentlich alle Online-Marketing-Algorithmen brauchen immer viel Material zum Testen und auch Budget, um Luft zu haben, um auszuprobieren. Ganz, ganz wichtig. Dann kommt Punkt Nummer 4.
Und das sozusagen, es gibt so einen 7-Tage-Launch. Das bedeutet wirklich, dass man 7 Tage eine Werbeanzeige laufen lassen sollte, ohne sie irgendwie anzufassen. Die meisten Leute machen das, glaube ich, so ein bisschen wie bei den Börsenpreisen, dass man so im Minutentakt reinguckt und guckt und irgendwas passiert. Und spätestens nach 2 Tagen, wenn nichts passiert ist, drehen die meisten das ab. Und das ist so der schlimmste Fehler, den man irgendwie machen kann. Also der Algorithmus braucht wirklich 7 Tage, um zu testen. Das lässt du dann laufen. Und dann kommt eigentlich am 7. Tag... der 5. und letzte Schritt, das Ganze auszuwerten, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann natürlich zu iterieren und schlauer zu werden von Woche zu Woche, ja. Und das Verrückte ist, dass alleine diese Formel, ja, am Ende wirklich darüber entscheidet, ob LinkedIn-Werbung für dich funktioniert oder nicht. Was ich dir mitgeben kann am Ende ist eigentlich wirklich, dass die Entwicklung der Werbeanzeigen unglaublich entscheidend ist, dass man wirklich sehr viel Kopf und Intelligenz dort reinstecken muss. Wenn du zum Beispiel organischen Content schon auf LinkedIn gemacht hast, hast du eigentlich die besten Voraussetzungen, um auch mit LinkedIn-Werbeanzeigen erfolgreich zu werden. Und am Ende ist es halt verdammt viel Testen. Wenn man die 2 Sachen schon verstanden hat, dann kann man verdammt viel Spaß damit haben. Und was nach diesen 5 Schritten alles bei uns passiert ist, werde ich dir jetzt direkt verraten. Wenn du dich jetzt wirklich an diese 5 Schritte exakt hältst und das ist tatsächlich auch so das erste Erfolgserlebnis, was wir versuchen mit unseren Kundinnen und Kunden hinzubekommen ist, wirst du 50 bis 100 erste Leads einsammeln. Und ich glaube, das ist das coolste Gefühl, was man haben kann, wenn sich so die ersten Leute für deine Arbeitsprobe eintragen und du siehst, hey, da gibt es wirklich Leute, die sich unabhängig von meiner Zeit eintragen und so ein erstes Interesse daran zeigen an deinem Angebot oder an dem, was du tust. Und das ist auch häufig der Moment bei Kundinnen oder Kunden, dass sie sagen, ey krass, Werbeanzeigen funktionieren, ich kriege da wirklich Leute, ich kann mir Leute einkaufen, unabhängig von meiner Zeit. Jetzt kommt natürlich so der nächste Moment, Robert, was können wir jetzt mit denen tun und wie kriegen wir es hin, dass diese Leute wirklich am Ende eine Anfrage bei uns stellen? Und das ist halt der Moment, wo ich ihnen dann klar mache, dass sie ein verdammt gutes Impulstraining brauchen, so 15 bis 20 Minuten, weil es häufig so die beste Chance ist, um aus kalten Leuten direkt Anfragen zu machen. Und das Coole daran ist, dass wir wirklich unseren Kundinnen und Kunden auch dabei helfen, dieses Training zu entwickeln, aufzunehmen und dann diese neu gewonnenen Leute da reinzuschicken und am besten darüber die ersten Anfragen zu halten. Und das ist eigentlich diese Maschinerie, wenn man wirklich das Thema LinkedIn-Werbung angehen will, dass du am Ende ein ganz klares Ziel brauchst. Ja, und in Phase 1 ist es wirklich zu sagen, ich will erstmal kalte Leads einsammeln für so eine Arbeitsprobe. Und wenn du das Thema geknackt hast und das wirklich mit einem kleinen Budget anfängst, wirst du dir selbst die Frage stellen, wie kann ich mehr davon machen und wie kriege ich diese Leute konvertiert? Und das ist halt das Coole daran, auch in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden bei uns, dass wir genau bei dieser Reise begleiten können, von wirklich ersten Schritten beim Thema LinkedIn Ads bis hin zu dem gesamten Konzept, wie sitzt jeder Handgriff, wenn die Leute reinkommen und wie schaffen wir es wirklich, darüber planbare Anfragen uns einzukaufen. Um die heutige Folge nochmal kurz zusammenzufassen, wenn du mit dem Thema LinkedIn Ads starten willst, dann solltest du dich unbedingt an diese 5 Schritte, die ich dir heute vorgestellt habe, halten. Was du mitgenommen hast, dass du kein gigantisches monatliches Budget irgendwie brauchst, ich würde empfehlen, wirklich 1000 bis 1500 Euro mindestens einzuplanen, damit der Algorithmus von LinkedIn genug Material hat, um zu testen und dir auch am Ende die besten Ergebnisse liefern kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend zu entstehen. Was passiert, wenn du zum Beispiel 200 oder 500 Euro pro Monat ausgeben würdest, dann wären das 10, 20, 30 Euro pro Tag und damit hätte er einfach nicht genug Futter, um dir die besten Ergebnisse zu liefern. Das bedeutet so, ab 1000 bis 1500 Euro kann man mit dem Thema starten und jetzt vermeidest du, nachdem du diese Folge gesehen hast, wirklich 99% der Fehler, den die meisten Firmen machen, einfach Werbeanzeigen zu schalten, ohne ein klares Konzept der Konvertierung. Das bedeutet, durch diese Arbeitsprobe, durch diese attraktive, hast du von Tag 1 ein klares Ziel, was du gerne erreichen willst. Und das Coole ist, wenn du es wirklich nach diesen Schritten machst, kannst du wirklich innerhalb von 7 bis 30 Tagen die ersten 50 bis 100 Leads haben und das erste Mal verstehen, krass, das, was wir da tun, funktioniert, LinkedIn-Werbung funktioniert und dann kommt auch meistens so der nächste Schritt, dass die Leute dann sagen, hey, wie kann ich noch mehr aus LinkedIn-Werbung rausholen? Wie kann ich diese kalten Leads jetzt konvertieren? Und das ist zum Beispiel der Grund, warum sich auch Leute für die Zusammenarbeit mit uns entscheiden und genau am Ende diese Schritte sozusagen dort begleitet werden wollen. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann
dann geh gerne mal auf leadersmedia.de, such dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch raus. Dort können wir schauen, ob und wie wir dir vielleicht bei dem Thema LinkedIn Ads helfen können. Ja? Ansonsten lass mich gerne kurz in den Kommentaren wissen, ob und wann du dieses Jahr mit LinkedIn-Werbung startest. Wenn du, wie gesagt, mit deinem Unternehmen im B2B-Umfeld wachsen willst dieses Jahr, dann führt kein Weg an LinkedIn-Werbung dran vorbei. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann gerne diesen Kanal abonnieren, würde mich extrem freuen. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge am nächsten Montag um 15:30 Uhr. Bis dann. Same time next week? Same time next week. All right.